So, Hallöchen ihr Lieben, das ist übrigens Malzbier, mein Lieblingsgetränk, also nicht aufregen, es gibt keinen Alkohol bei der Arbeit. Ja, wie ich schon gesagt habe, herzlich willkommen heute hier, das ist der erste Werkstatt-Vlog auf diesem Kanal, Vlog sage ich schon, ich meine natürlich Vlog, und wahrscheinlich wird es zukünftig mehrere davon geben, einfach aus dem Grund, dass ich nicht so am Stück meine Projekte drehen kann, wie ich das gerne möchte. Und um euch ein bisschen den Werdegang für die Projekte trotzdem zeitnah mit erleben lassen zu können, werden wir vielleicht diese Vlogs öfter bringen. Ja, was müssen wir heute tun? Heute das allererste, was wir machen müssen, diesen Sicherheitsschalter hier in meinem Kompressor einbauen. Der stand ja eigentlich ursprünglich mal da oben. Da, genau. Da stand er. Und der kommt von dort weg, hinter euch. Wird er dann wieder aufgebaut und da müssen wir jetzt dieses Ding einbauen. Denn wegen diesem Ding musste ich ihn da eigentlich überhaupt runterholen. Denn ich kam an diesen Knopf einfach nicht dran, ohne ihn runterzuholen. Das heißt, ja, den bauen wir ein. Das ist eins von den Dingen, die wir heute machen werden. Das aktuelle Projekt liegt dort. Genau. Ja. Wie ihr seht, bin ich noch nicht sehr weit damit gekommen. Ich bin gerade mal fertig mit einem Bein. Aber damit wir damit etwas schneller vorankommen, habe ich mir neue Forstnerbohrer bestellt, weil meine alten wirklich stumpf sind, die taugen einfach nichts mehr, du kommst nirgendwo mehr damit durch, waren allerdings auch ganz billige, die haben glaube ich mal alle zusammen irgendwie 10 Euro oder sowas gekostet. Das war also definitiv nötig, wenn ich dieses Projekt irgendwie fertig kriegen möchte. Ja, so, ich würde sagen, wir fangen mit dem Kompressor an, wir gehen das mal rausholen, denn das steht gerade drüben im Schuppen in meinem Provisorium, der jetzt schon fast 2 Jahre im Provisorium ist. Leute, aber wie gesagt, wir fangen mal an mit dem Kompressor. So, Schlüssel brauchen wir. So. So. Das ist mein Provisorium. Hier ist alles drin. Was ich nirgendwo anders unterkriege. Gott, blendet die Sonne. So, jetzt müssen wir erstmal den ganzen Müll, der hier vorne steht, rausholen, damit wir da hinten an den Kompressor kommen. Ja, das mache ich mal ganz schnell ohne euch. So, jetzt werden wir das gute Stück mal öffnen, um das Schalterchen einzubauen. Ja, schauen wir mal. So, jetzt mal gucken, ich habe den nämlich schon einmal eingeklebt mit Heißkleber hier, weil hier vorne die Schraube verloren gegangen sind, dass wir das hier jetzt lösen, das gute Stück. So, da ist er, der Übeltäter. So,
So, da habe ich doch intuitiv sogar den richtigen bestellt. 15 Ampere, 15 Ampere. Ich hatte den nämlich beim letzten Einbauen verkehrt rum reingebaut. Das heißt, ich konnte nicht lesen, wie viel Ampere das Ding wirklich hatte. Tja, weiß nicht warum. Irgendwie hat es geklappt mit dem richtigen Schalter. So, den bauen wir jetzt ein und hoffen, dass das Ding danach wieder läuft. Der ist ja eine Ecke größer. Den kriege ich hier nur so rein. So wie das ausschaut. Ja, anders kommt das, passt da hier nicht rein. Ja, der kleinere saß genau so gerade drin. Naja, so ist auch okay. So. So. So, wollen wir mal gucken. So, ich würde sagen, dann wollen wir mal gucken, ob das Ding wieder läuft. Ja, und danach schauen wir es zu. Ja. So, ich würde sagen, die erste Hürde haben wir genommen und jetzt präparieren wir den Platz da drin in der Werkstatt wieder so, dass wir das Teil dort wieder hinstellen können. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. So, ich würde sagen, jetzt rufen wir mal den Pero an, den Kompressorschrauber, denn der hat mir via Instagram seine Nummer geschickt und deshalb rufen wir den jetzt mal an. Genau, er funktioniert nicht und zwar hatte ich ja diesen Sicherheitsschalter ausgetauscht, genau. Weil der immer rausgesprungen ist. Hat dann auch eine halbe Stunde funktioniert. Jo. So, und ja, jetzt macht er das Problem, wie ich es dir auf Instagram gezeigt habe. Er läuft an und dann wirkt er sich ab und der Knopf fliegt wieder raus. Also es kann für mich nicht mehr der Knopf sein. Also, so, dann ist es nicht der Knopf, das bedeutet einfach, der Knopf fliegt raus. Der Knopf ist einfach ein Überlastrelais, ein Motorschutzschalter, genau. Der im Fall, dass der Motor zu viel Strom zieht, rausspringt. Genau. So, und ihn davor bewahrt, kaputt zu gehen. Richtig. Wenn der Kompressor jetzt anfängt zu würgen und zu husten, bedeutet es einfach, dass der die Luft oder dass der beim Anlaufen die Luft nicht wegkriegt. Okay. Dass er dadurch erwürgt wird, sozusagen. So, jetzt gehen wir dann mal her. Du hast am Verdichter. Hast du eine Luftleitung, die geht zu deinem Kessel und da ist so ein Sechskant drauf, den man wegdrehen kann. Aber ganz wichtig ist, du musst erst den Kessel drucklos machen. Egal, was du im Kompressor machst, Kessel immer erst drucklos machen. Fehlt nicht mehr viel, der ist schon fast auf Null. Mach mal die letzten paar Milli Luft
Milliliter noch raus. Genau. Haben dein Kompressor und ich gemeinsam, beide sind fast eine Null. Das hast du gesagt, ja? Ach du. Muss nicht hübsch sein, muss auch nichts können, muss nur geil sein. Ja, da fällt mir auch nicht mehr zu ein. Mach's wie meine Frau, sag einfach ja und schüttel den Kopf. Kommt ja immer noch irgendwie was raus hier, ne? Der zeigt eigentlich schon fast null an. Ja, wenn da jetzt noch ein ganz kleines Fiedelchen drin ist, dann machst du ganz vorsichtig auf und hältst das Ding halt fest und siehst du, dass da nichts wegfliegt. Okay, dann werde ich das mal machen. Ich nehme mal. Irgendwo hatte ich auch mal so einen passenden Schraubenschlüssel dafür. Aber wisst ihr was? Ich nehme einfach den hier. Der ist ein, wenn du platzmäßig hinkommst. Ja, das haut hin. Der liegt hier ganz günstig oder relativ günstig. Alles gut. Warte mal, ich stelle mal die Kamera so, dass man das sehen kann. Jo, hör mal. So, warte mal, ich habe die Schraube jetzt im Griff. Okay. Ja, ein bisschen Luft kommt noch raus. Ja, genau. Oh, ist aber wirklich nur noch ein Fisselchen an Luft, ne? Genau, das sollte man eigentlich, wie gesagt, im Moment wirklich nur noch ein Fisselchen, dann kann man es auch machen. Aber ich halte immer, bei so Sachen halte ich immer meine Hand beim Aufschrauben davor. Bin auch gerade dabei. Falls mal irgendwie ein Rostpartikel mitkommt, ja. Das kann ich ins Auge fliegen. Und richtig. Natürlich eine Brille, ja, ich weiß. Es kommt ein bisschen mehr, wie du hörst. Na? So, jetzt der Reifen platt. So, guck mal, was ich da hab. Warte, hab ich da? Nee, was? So, da haben wir's. Okay, also praktisch dieser Gummipropfen hier, der das Loch dann dicht macht, genau. Ja? Genau, der Pinüppel, der hält dann das Loch zu. Okay. So, und wenn du jetzt hältst, du den Kompressor mal ganz kurz einschaltest, dann wirst du sehen, dass der wahrscheinlich frei läuft, durchdreht und aus dem Loch, was du aufgemacht hast, kommt auch Luft raus. Sekündchen, ich steck mal kurz einen Stecker rein. Ja, steck mal rein. Ich steck mal rein. So. Das Baby, es läuft. So, der Verdichter funktioniert einwandfrei. Klasse. Das ist übrigens der Pero. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt. Der Kompressorschrauber. Den verlinke ich natürlich hinterher unterm Video. Ich lieg dann unten. Unterm Video. Ja, das glaube ich auch. Wenn er sieht, wie ich hier rumbastel, liegt er unterm Video hinterher. Okay, Ladies, machen wir weiter. Die Kamera los. Ja, jetzt haben wir kontrolliert, der Verdichter funktioniert einwandfrei. Jetzt drehen wir das Rückschlagventil wieder rein. Und am besten nicht verkehrt rum. Das ist eine super Idee. Okay, ich mach das mal richtig rum. Du hast das jetzt alleine erkannt, ohne Slavistik-Bachelor zu sein oder sowas. Ich brauche doch gar keinen Plan dafür. Ja, genau. Einfach. Nicht mal den für den Zehner. Nein, nicht mal. Nee. Nee. So, ich glaube. So. Mein Hübscher. So. Jetzt hast du das und du. Yes. Machst du den Kompressor an und lässt ihn den kompletten Tank auffüllen. Okay. Das wird jetzt aber laut, du. Ja, das ist ja schön. Dafür. Genau das ist sein Leben! Oh. So, Ladies! Alter!
Das war's. So, und jetzt, sollte, wenn der Kompressor ausgeht, sollte das ja jetzt kurz gezischt haben. Hat es. Das ist eigentlich gut. Problem an der Sache ist, wenn es das mal nicht macht, bedeutet die Leitung zwischen dem Kompressorverdichter und zwischen dem Kessel. Du meinst diese Kupferleitung hier? Diese kleine Kupferleitung meinst du? Genau, diese kleine Kupferleitung. Okay. Und diese Kupferleitung wird der Druck abgelassen, wenn der Kompressor anhält, dass wenn er das nächste Mal anläuft, dass er nicht gegen Druck anläuft. Okay. Und wir hatten das ja im Vorhinein schon, als wir geguckt haben, hat er das ja nicht gemacht. Richtig. So. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, so eine Ventil kann immer mal hängen. Da kann auch ein Schmutzpartikel drin sein oder sonst irgendwas. Jetzt haben wir natürlich den Vorführeffekt, dass die Scheiße natürlich gezischt hat. Hat sie vorher nicht. Nee. Das bedeutet, mit diesem Zischen hat er jetzt den Druck aus der Leitung abgelassen. Wenn wir den Kompressor jetzt nochmal anmachen, würde er vermutlich laufen. Hätte er nicht gezischt, würde er abwürgen. Du kannst jetzt mal die Luftpistole nehmen und einfach mal Druck ablassen, bis er anspringt. Kommt da was an? Warte. Du hast da was. Ja, warte. Okay. Ah, warte. Okay. Alles klar. Jetzt läuft er an. Ja. Oder das Ventil hat geklemmt. Ich denke eher an Schmutzpartikel, weil die Ventile klemmen eigentlich so gut wie nie, weil die völlig mechanisch betrieben werden. Okay. So, jetzt hast du ja da unten dran, wo die Kupferleitung ist, am Druckschalter selber, ja, ist dieses Ventil eingebaut. Warte. Das ist festgeschraubt mit so einer Überwurfmutter. Ja. Das kannst du den Leuten mal zeigen. Bin gerade dabei. Ja. Sehr schön. Ich mach mal kurz das Stativ ein bisschen niedriger. Genau. So. Alter. Oh. Ach, kein Junge, ein paar mehr, du. Dauert bei mir auch alles etwas länger hier. Na komm doch da raus, Mann. Er steckt fest! Das kommt jetzt nicht so gut. Warte. Ja, jetzt fällt die Kamera runter. Gut, so muss das sein. Immer richtig muss das laufen. So. Genau so wollen wir das. Genau so. So, jetzt haben wir es. Hier. Warte, soll ich dir auch zeigen, damit du auch weißt, dass ich an der richtigen Stelle bin? Ja, genau. Kannst du sehen? Da. Ja, kann ich sehen, genau. Das ist das Entlastungsventil. Okay. So, wenn der Kompressor jetzt in dem Fall, wenn der nicht gezischt hätte, ja, könntet ihr diese Schraube aufmachen und wenn da Luft rauskommt, bedeutet das, das Ventil funktioniert nicht richtig. Okay. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder bei manchen Druckschaltern kann man das Ventil einzeln rausnehmen und kaufen. Ja. Bei diesem Druckschalter nicht, da ist es ein Teil. Okay. Da musst du halt einen ganzen kompletten neuen Druckschalter besorgen. Glücklicherweise kosten diese Druckschalter wirklich kaum was. Also irgendwie 10 Euro oder so. Okay. Der komplette Schalter. Okay. Gibt es beim großen Warenhaus mit E, gibt es beim großen Warenhaus mit A. Okay. Und eigentlich fast überall. Dann geht man her, ihr guckt euch an, wie viele Anschlüsse der Druckschalter unten hat und was für Durchmesser die haben. Und nach diesen Parametern, in diesem Fall ist es ein Druckschalter mit einem Anschluss, der auf dem Kessel sitzt. Richtig. Der hat einen Durchmesser von einem halben Zoll. Und so könnt ihr dann sagen, Druckschalter, halb Zoll, ein Anschluss. Und wenn ihr das eingibt bei Amazon, eBay, Konsorten, dann kommt der richtige Druckschalter. Und den werdet ihr garantiert für einen Zehner kriegen. Also könnt ihr euch jetzt aussuchen, entweder Baupläne oder einen Druckschalter. Ich bin für, warte. Baupläne? Auf jeden Fall Baupläne. Ich würde sagen, Bau. Ist ja logisch. Ja. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Wie sollte es auch anders sein? Es ist doch immer das Gleiche. Nichtsdestotrotz, schadet es nicht, wenn ihr das ein, zwei Mal gemacht habt, dann sollte man den Druckschalter auf jeden Fall wechseln, weil wie gesagt, für das Geld macht man es einmal richtig, weil man kann davon ausgehen, wenn man den Kompressor dann dringend braucht, dann geht's nicht. Dann funktioniert er nicht. Also ich werde definitiv den Druckschalter austauschen. Ich habe mir das... Ich habe mir gerade nebenbei auch ein paar Notizen gemacht. Also ich werde den auf jeden Fall bestellen und austauschen und dann schauen wir weiter, würde ich sagen. Genau. Ja, ich denke mal, die paar Euro
sollte das Ding wert sein, oder? Also, ich würde mal heute Mittag mal auf die Bank fahren und nach einem Kredit fragen. Hey, ich bin nicht so kreditwürdig, also ich glaube, das muss ich vom Ersparten aus meinem Strumpf machen. Ah, das ist ja gut. Ich hoffe, du hast einen großen Strumpf. Ja. Wichtig an dieser Stelle noch, ich weiß ja, dass der Sascha eine elektrisch befähigte Person ist. Wenn ihr elektrisch einfach ein Pfosten oder ein Lauch seid, lasst das bitte. Dann fragt irgendjemanden und gibt jemandem 5 Euro, der Elektriker ist, der euch die 4 Strippen umklemmt, dass es ordentlich gemacht ist. Bitte fummelt nicht selber an der Elektrik rum, wenn ihr keine Ahnung habt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil wenn man eine Wasserleitung selber montiert, dann läuft die Soße halt aus. Oder wenn man was falsch mechanisch montiert, dann bricht es halt ab. Aber elektrisch ist kein Spaß, kein Witz. So, und das ist das vernünftige Wort zum Montag. So, damit hat der Piero natürlich recht. Ist zwar lange her bei mir, aber ich bin gelernter Elektriker. Insofern traue ich mir das gerade noch so selber zu, die drei Adern da selber anzuklemmen. Aber ihr, wenn ihr keine Ahnung von Elektrik habt, lasst die Pfoten davon. Ja, es geht wieder. So. Jungs, wir sind wieder da. Speicherkarte. Steckt eine neue drin. Es kann weitergehen. Ja. So. Reparaturus interruptus. Interruptus, genau. So, Lady, Speicherkarte. So. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, wir haben mit den Leuten geschimpft, dass sie bitte, wenn sie keine Ahnung von Elektrik haben, die Finger weglassen sollen von Elektrik. Richtig, weil genau. Das gefährlich ist. Dann sollen sie lieber jemanden fragen, der das kann, weil mehr als ein Fünfer oder ein Bier wird es schon nicht kosten, 3 Strippen umzuklemmen. Richtig, genau. Da waren wir stehen geblieben. Ansonsten wären wir ja eigentlich soweit durch mit unserer Analyse hier. Ich würde sagen, ich werde das Teil bestellen. Und entweder nach dem Anbau oder vor dem Einbau werde ich mich bei dir nochmal melden. Und dann werden wir nochmal Rücksprache halten. Oder? Was meinst du? Das machen wir zusammen. Ja? Alle Klärchen. Okay. Ja, zusammen sind wir stark. Zusammen sind wir, ne? Aber es geht ja immer. Tschakka. Komm, mach nochmal ein Tänzchen für uns. Yes, baby. Zucker. Ich bin so talentiert. Alter. Ja, wie wir alle, wir sind alle so talentiert und so hübsch. So, ja, Pero, ich danke dir auf jeden Fall für diese, für mich, Riesenhilfe, weil elektrisch konnte es für mich nichts mehr gewesen sein. Ich meine, wenn es der Kondensator gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich gar nicht erst angelaufen. Also für mich von der elektrischen Seite ist hier alles in Ordnung, Schalter ist gewechselt, denke da. Er ist einfach mechanisch nur Gegendruck angelaufen, das war ihm zu viel und deswegen hat der Motor der Überlastschutz ausgelöst, der Motorschutz. Und genau dafür ist er da und dafür hat man ihn. Perfekt. Also für mich war es eine Riesenhilfe und ich werde dir nochmal auf den Sack gehen, sobald der Druckschalter angekommen ist und dann bauen wir den gemeinsam ein vielleicht. Hoffentlich, mein Lieber. Ja. Geh dir definitiv auf den Sack, also mach dir da keine Sorgen. Also war ein sehr geiles Gespräch mit dir, hat mich sehr gefreut. Und jederzeit wieder. Mein Lieber, wir hören uns. Hau rein, ich wünsche dir was. Bye bye. Tschüss. Da nochmal in der Kamera, tschüss. Ja. So, Mädels und Jungs, das war's für heute. Das war das Ende von meinem ersten Werkstattvlog. Haut rein, wir sehen uns demnächst vielleicht bei einem zweiten Werkstattvlog. Haut rein, tschüss.